Ja, meine Damen und Herren, wir kommen nun einmal zu einem kleinen Geschichtsblick der Welt von Dingen, die vielleicht ins Verständnis zu setzen sind. Und weil das so ist, sagen wir einfach mal Ton ab. Na bitte, na also, Ton ab. So, Sie haben sich um Religion bemüht und sind der Meinung, dass Sie einmal einen kurzen Abschnitt von Dingen da berichten, welche Sie da meinen, was da als Religion zu werten ist, ja. Ja, das kann ich tun, ja. Ja, Sie kennen die Bibel? Ja, natürlich. Die Bibel fängt mit Adam an, geht bis zu 1000 Jahre seiner selbst, wo Menschen bis ein Lebensalter von 1000 Jahren erreichen, sind dort nur wüstenbedingte Wanderer, Hirten, Hirten der einzelnen Familien, eigentlich kein Volk, nein, immer nur die einzelnen, bis Noah und so weiter. Ja, dann kommt die Flut als solches. Ja, da sind sie eigentlich kein Volk in dem Sinne, sie sind nur Wanderhirten. Ja, und dann vielleicht 2000 Jahre vor Christus treten sie ein nach Ägypten, leben im Lande Gosen, werden dort ein starkes Volk, tun dies über 400 Jahre, werden dann von des Pharaos vertrieben, 40 Jahre durch die Wüste, müssen dann mit einem ihrer Anführer, den Josua, das Land Kanaan einnehmen, metzeln dort alles nieder, werden selbst wie Pharaonen große Fürsten, bauen sich Tempel als solches, erleben eine Blüte bis zum Reiche David. Ja, und die Schriften sagen uns, dass bis auf das Reich David alles nur mündlich überliefert war. Erst zur Zeit Davids fängt man an, die Schriften schriftlich anzufertigen. Die Tora und so weiter. Nach und nach nahm die Zeit nach Davids seines Reiches das ganze Land seinen Niedergang. Sie waren keine 12 Stämme. Die 12 Stämme wurden erst nach der Landnahme Kanaans gebildet. Nach der Landnahme Kanaans bewegte sich die Welt nach und nach doch schließlich wieder in einen Niedergang. Der Niedergang fing an mit dem Fall Samarias, das Nordreich. Das Königreichtum des Nordreiches ging da nieder. Die 10 Stämme wurden in die Verbannung geführt. Es kehrten kaum welche zurück. Es wurde durch Aramäer ersetzt. Die wurden neu missioniert. Schlussendlich stand das Reich Juda, Juda mit sich allein gegen viele Großmächte, welches dann bis auf die Zeit Jesu, zu der Zeit der Römer, völlig darniedergemacht wurde. Ja, dann vollzogen sich so knapp 2000 Jahre, naja, 1900 Jahre. Ja, dann machten sich Zionisten auf den Weg und waren der Meinung, sie müssten sich das Land, was man einmal den Kananäern genommen hat, nun den Philistern, also Palästinensern, wieder nehmen. Das taten die Zionisten bis auf den heutigen Tag. Nur erinnern sich die Zionisten eben nicht, dass sie sich eigentlich aus Ägypten hervorgebildet haben und nicht aus dem Lande Kanaan. Dies ist hier mal zu sagen, als solches. Ein kurzer Abriss als solches. Wie gesagt, die ersten 1000 Jahre, wie ich schon sagte, wurden nicht aufgeschrieben. Ja, die Blütezeit ging da nieder, wie ich schon sagte. Ja, mit welchem Anspruch sich die Rückführung oder die Wiederneubelebung als solches daherbelebt? Kann der Welt daher schleierhaft sein? Sicherlich, es resultiert sich aus der Bibel. Ein neuer Zweig der Religion wurde zur Zeit Jesu aufgemacht als solches, welche meinten,
Sie sind auserwählter, als die mal auserwählt gewesen waren. Und auf die heutige Zeit sucht Politik irgendetwas da in der ganzen Welt. So weiß der Geier welcher Welt, irgendwie solche Dinge wieder umzudrehen. Uns daher zu beleben, dass die vorerst Auserwählten wohl die Auserwählten gewesen wären. Nur wie soll das sein, wenn sie 1000 Jahre lang eigentlich nur ihre nomadenhaften Familiengeschichten aufgeschrieben haben? Das ist schon sehr schleierhaft. Und sich in Ägypten nicht behaupten konnten. Schon sehr schleierhaft. Ja, all diese Dinge können einen schon sehr schleierhaft sein. Ja, das verstehe ich alles gar nicht so richtig so. Das ist ein wirklich sehr kurzer Abriss, den Sie da bringen. Sie sagen, ja einiges, dass man sich ja mal fragen muss, wo die daher kamen. Ja, hier ist ausgelassen, dass man sich den Stammvater da aller irgendwo, aller ihrer als solches dahergerufen hat, einen sogenannten Abraham. Ja, Abraham lebte im Übergang der Zeit als solches, wo man da, ja, wie ist das zu verstehen, ja, eigentlich auch noch zu Nomadenstämmen gelebt hatte. Abraham nahm den arabischen Halbmond seines Weges über die Wüste aus Sumer nach Kanaan, wurde dort von Melchisedek, einen anderen Priester der Kananäer, gesegnet. Abraham scheint eine Art, aus heutiger Sicht, Gastarbeiter der Frühzeit. Er zog aus einer Großstadt aus, wo es hunderte von Göttern gab. Mit einem seines eigenen Gottes zog er wohl aus und wurde dann missioniert durch seinen Segen. Er konvertierte und führte die Beschneidung an seinen eigenen Sohn ein. Das ist nun einmal so, das berichtet die Bibel. Nur zu der Zeit war Abraham eigentlich auch nicht mehr als wie wohl eher ein Nomade, der sich zu ein paar Völkerversammlungen nach Kanaan aufmachte. Ja, dies ist da zu berichten. Ja. Also ist es da alles soweit, was Sie da zu berichten haben? Naja, nun wäre ja vielleicht noch ein kleiner Krieg zu erwähnen, an den sich Abraham beteiligte. Dieser Krieg ging mit vielen Königen des Westens gegen Könige des Ostens, wobei innerhalb dieser Geografie, ja, Sodom und Gomorra als solches da zur Region für sich steht, als Landstrich gegen einen anderen Landstrich, der da ein König von Elam ist. Das heutige Elam ist ein Ölfeld des Irans. Und die Menschen, die sich heute dort in Auseinandersetzungen befinden, ja, leben eigentlich in nichts anderes, selbst wenn sie zu großen Völkern alle herangewachsen sind, in ältesten Auseinandersetzungen, die da ewig widerstreitend immer die gleichen Auseinandersetzungen anzetteln, möglicherweise von Menschen, die hier sich Bibelschriften daherbeleben und dies in Politik umsetzen. Das ist es, was ich da einmal sagen wollte zu solchen. Ja, das ist ja eigentlich alles sehr interessant. Es ist doch eigentlich nur ein kleines Nomadenvölkchen, was dann mit einer Bibel so viel anrichtet als solches, ja, dass aus ihnen ein Herr Jesus hervorgeht. Was meinen Sie eigentlich zu Jesus? Ja, die Leute behaupten, Jesus wäre ein Jude. Jesus ist dort aufgewachsen, wo die 10 Stämme verlustig wurden. 700 vor Christus. Es wurde alles, so ziemlich fast alles, mit Aramäern angesiedelt. Somit könnte Jesus eigentlich aus Aramäern hervorgegangen sein. Eine andere Sache ist, dass Maria im Tempel abgegeben wurde. Zur Aufzucht. Natürlich, Maria stand den hohen Leuten nahe. Vielleicht meinte man deswegen,
Jesus müsste unbedingt auch Jude gewesen sein. Es könnte anders sein. Allerdings suchte Jesus für sein Volk zu kämpfen als solches, was ihm nicht gelang, was die Welt ja weiß. Na, dann ist ja da auch nicht besonders viel zu sagen zu dem, was sie denn da so sagen. Das ist ein sehr kurzer Abriss. Das ist eine der rationellsten Überschau, die ich da mal gehört habe. Natürlich streckt sich das, was sie gesagt haben, über 4000 Jahre Geschichte. Ja, aber man will mit dem, dass es da eigentlich nur eine, na, 300-400 Jahre Blütezeit innerhalb dieser 4000 Jahre, diese kurze Blütezeit des Staates Juda und so weiter als solches, das will man sich hier zu einer Art Weltordnung oder allumherrschende Staatsräson als solches zu jeglichen Kreis der Erde irgendwo da wohl vorausstrahlen, das dürfte wohl nicht ganz gelingen. Nein, ich bin auch der Meinung, dass dies einfach nur eine sehr kleine Geschichte der Weltgeschichte bleiben wird als solches. Es stehen zu viele und zu große Völker in der Welt wie Russland, Amerika, Asien, Indien, große Völker dieser Erde. Das wird wohl nicht irgendwie dieses machen, dass man auf diese Bibelgeschichte hier ein globales Weltreich aufbauen kann. Halte ich eher für unmöglich. Ja, es scheint mir auch so, es werden viele Dinge überbewertet. Ja, dann haben wir das mal. Ja, man kann sich viel überbewerten, das ist nun mal so. Ja, das kann man wohl, das ist es. Na, dann haben wir das für diesen kurzen Abschnitt. Ja, es war ein kurzer Abschnitt. Guten Tag, Herr Wiebel. Ja, Ihnen auch guten Tag. Ja, Sie haben es gehört, ein kurzer Abschnitt von Geschichtseinblicken. Ja, es ist so, sie kommen nicht aus Palästina, sie kommen nicht aus Kanaan, sie kommen aus Ägypten in Masse ihrer selbst und bildeten dann ihre Stämme, welche sie wieder über ihre Zeitgeschichte verlustig gingen. Sonderliche Einsicht, wer hätte das gedacht? Das war's dann mal. Hallo, hallo, Ihr Sprachfunk.